Finale. Also, es geht jetzt gleich erstmals um satte 30 Minuten Live-Sendezeit. Morgen Abend dann um 20.15 Uhr auf ProSieben. Das gilt allerdings nur, wenn Klaas R. Häufer-Umlauf gleich aus 14 Metern mit einem dieser 5 Bälle den Korb trifft. Wenn das schief geht, dann müsst ihr beiden euch natürlich in den Dienst von ProSieben stellen. Und was das für eine Strafe ist, das erklärt euch der großartige Torhüter René Adler einmal kurz. Joko, Klaas, wie wir ja alle wissen, seid ihr zwei ausgewiesene Fußballexperten. Nicht. Deswegen haben wir uns was einfallen lassen. Wenn ihr heute verlieren solltet, werdet ihr ein Fußballspiel kommentieren müssen. Und zwar nicht irgendein Spiel, sondern das U21-Länderspiel Deutschland gegen Bosnien. Das ist eigentlich mein Spiel und ich freue mich auf einen freien, bezahlten Nachmittag. Insofern viel Glück, viel Spaß und ich hoffe, ihr könnt euch weiterbilden, wenn ihr mal ein Fußballspiel kommentieren dürft. Also ich fasse nochmal zusammen, was René da gerade gesagt hat, weil das ist ganz wichtig. Also, ihr müsst auf ProSieben Max. Tut mir leid, dass ich eben so aggro war. Ich möchte einfach nur, dass den Ball da gleich... Hört mir ganz kurz mal wegen der Strafe nochmal zu. Am 13.10. um 18.15 Uhr das U21-Spiel Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina kommentieren. Das bedeutet, ihr müsst alle Spielernamen korrekt lernen und wissen. Und Klaas die Regeln kennen. Ich kann nicht mal die von der deutschen Nationalmannschaft. Ihr trefft morgens die Redaktion und werdet sozusagen zu ordentlichen Sportjournalisten ausgebildet. Ich mag diese ganze Welt nicht. Ich will gar nicht, also ich habe nichts gegen die Leute persönlich, aber ich will... Nee, ihr kommentiert es ja, ihr seid die Kommentatoren sozusagen. Im Fernsehen? Ja. Oh Gott. $1 Million Shot. Der $1 Million Shot. Und Ihnen zu Hause oder euch zu Hause noch hier im Studio ist bestimmt aufgefallen, jetzt stehen da gerade nur Joko und Steven. Einer fehlt. Er ist eine Basketball-Legende. Er ist ein MVP, der Most Valuable Player heute in dieser Show im Finale. Er wird alleine antreten. Sein Name, meine Damen und Herren, wird überall, von Kindergärten über Schulen bis hin zu Altersheimen, in Sprechchören von den Balkonen gesungen. Absolut. Hier ist Klaas R. Häufer-Umlauf. Er kämpfte. Er wuchs über sich hinaus. Er änderte das Spiel für immer und wurde zur Legende. Are you ready? Zu Hause vor den Bildschirmen beruhigen Sie sich ein wenig. Er ist in Topform. So, ganz kurz einmal zuhören. Das ist ja schon toll, wie ihr ihn motiviert. Aber ihr könnt gleich, wenn er den Ball versenkt hat, noch mehr ausflippen. Also, wir halten noch mal fest. Joko und Klaas haben es geschafft, heute anstatt Vorteile 5 Basketbälle zu erspielen. Das sind die 5 Chancen, mit denen Klaas versuchen soll, den Ball von dieser Linie da reinzuwerfen. Du darfst die Linie nicht übertreten. Solltest du es schaffen, gewinnt ihr 30 Minuten Live-Sendezeit. Und wir alle
Scheiße. Drücken jetzt natürlich die Daumen. Ich bin so stolz, dich zu kennen. Kannst du nicht vorstellen. Also das hat mir bislang, soll ich mal kurz das sagen? Ich muss mal ein bisschen Druck aus der Dose lassen hier. Du bist schon kaputt vom Anlauf. Ja, aber nee, das Ding ist, dass mir hat das bislang total Spaß gemacht, dass mir so aus Glück was passiert ist. Ja, und jetzt ist ja diese Situation, wo man das so beweisen muss, ist mir sehr unangenehm. Ich möchte gerne eigentlich, dass ich nur noch mehrere Jahre für das andere abgefeiert werde. Das wirst du auf jeden Fall so oder so. Ohne dass ich das jemals wieder bestätigen muss. Also auf jeden Fall, nee, du gehst mal an die Linie. Ich habe extra meine heißen, weißen Basketballhandschuhe angezogen. Willst du dich zu ihm stellen oder bleibst du bei mir? Nee, ich glaube, der braucht Konzentration. Willst du ihn bei dir haben? Ich bin einfach, ist ihm scheißegal. Ist egal. Gut. Ist ihm scheißegal, ob ich da bin oder nicht. Nein, ich, also, ja. Nee, ist okay. Ist okay. Gib mal bei. Der erste von fünfen. Steven, gib ab, steh frei. Ich gebe dir 9 oder willst du den behalten? No, that's my lucky ball. It's your lucky ball? Dann packe ich den weg. Warte. Oh. Willst du den lucky ball zurückhaben? Nee, ist ein Scheißball. Komm, bitte. Komm, Krausi. So, 3 Bälle hast du noch inklusive dem hier. Und dann dreh dich. Boah! Ich kann da nicht hingucken. Klaas, möchtest du den wieder haben? Nee. 9. Mann, Leute, ich konzentrier dich einfach. Ich kann das doch gar nicht. Du kannst das, Alter. Ihr tut alles. Du kannst das. Mach. Jetzt mal ernsthaft, mal ohne Scheiß jetzt mal. Das war einfach Zufall. Ihr macht mich zu einem Wunderkind, das ich nicht bin. Klaas, ich möchte dich. Wir glauben an dich. Ich kann mit dem Druck nicht mehr umgehen. Erlöst mich bitte, ich will nach Hause. Ich will wieder zurück nach Oldenburg. Wie konnte das alles so weit kommen? Konzentrier dich jetzt mal, Mann! Ernsthaft? Du machst hier nur Quatsch. Jetzt stell dich jetzt da hin, konzentrier dich und mach das Ding da rein. Unter Druck? Gottverdammt. Ganz ehrlich, ich war Zivildienstleister, nicht bei der Bundeswehr. Aus vielen guten Gründen. Ja, aber jetzt ich kann mit Autorität in dieser Form nicht umgehen. Dann tu mir einfach. Ich funktioniere über Lob. Klaas, das hast du bisher wie super oft gemacht. Noch? Danke. Du hast das super gemacht. Aber trotzdem wäre es geil, wenn er jetzt drin wäre. Eieieiei. Okay, aber nee, aber. Deswegen schrei mich einfach nicht so an, das geht auf die Arme. Nee, ich glaube, das ist für die Dramaturgie, geht das macht Klaas extra. Wenn ich so angemeckert werde. Ey, es tut mir leid, du hast es super gemacht bisher, wirklich. Ja, eben, finde ich auch. Und ich glaube daran. Ja, ich stehe hier, weil ich weiß, dass wir morgen eine halbe Stunde Sendezeit bekommen. Das ist mein Traum, ich wollte in meinem ganzen Leben immer nur Basketball spielen. Klaas, ich sag dir was. Wenn ich nicht daran glauben würde, ne, dass du das hier schaffen würdest. Ja. Ja, ich habe hier ja faktisch nichts zu tun. Nee. Ich wäre schon lange beim Essen mit Elias Mbarek und Mi Beck und Zudo. Ja. So, aber ich bin hier, deinetwegen, weil ich weiß, dass du den jetzt da reinmachst. Der letzte Ball. Danke. Ich spüre euch, Leute. Aber bitte jetzt keinen Lärm mehr machen. Mein ganzes Leben läuft an mir vorbei. Denk dran, wir müssen Fußball kommentieren, wenn du das nicht machst. Ja, ich weiß, ich habe keinen Bock. Oh nein! Nein! Oh Gott! Komm, klar, super gemacht. Sensationell. Alles gegeben. Jungs, ganz toll habt ihr das gemacht. Meine Damen und Herren, was soll ich sagen? Tut mir leid. Es hat nicht geklappt, aber er war ganz nah dran. Das bedeutet aber, sie bekommen ein großartiges Goodie. Die beiden werden das U21-Nationalmannschaftsspiel der Deutschen gegen Bosnien-Herzegowina auf ProSieben Max im Oktober
kommentieren. Alle Namen, alle Regeln werden sich die beiden drauf schaffen. Und das war's für uns. Wir sehen uns hoffentlich im Frühjahr wieder mit der nächsten Staffel von Joko und Klaas gegen ProSieben. Steven Gietje, der beste Moderator. This is my friend.